Oder eine völlig neue Fähigkeit. Großer Anführer ist gut. Mehr Autorität, mehr Erfahrungsrang plus hier Moral. So. So. In Armenien haben wir jetzt nur noch eine besorgte Bevölkerung. Das ist eine Steigerung. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr ganz so unzufrieden. Der ist auch nicht schlecht. Ah, das passt sehr gut. Und er wird jetzt wieder in der Verwaltung eingesetzt. Ein denkender Mann ist wahrlich gefährlich. Plus 11% Steuersatz schon und minus... Nee, plus 6 Schutz für Autoritätsaktionen durch Agenten. Sehr, sehr gut. Das kurbelt unsere Steuern ordentlich an. Und auch die Kultur wird weiter hier bekehrt. Sehr schön. Hier gibt es die Verarmung. Das Elendsviertel, das abzureißen kostet 500. Das mache ich jetzt mal noch nicht, sondern erst dann, wenn es akut wird und ich da entsprechende was bauen will. Elendsviertel, ich weiß. Baubericht. Schrein der Athene in Sinope. Das finde ich gut. Geweihter Boden in Phasis. Und hellenistisches Dorf ebenfalls in Phasis. Dann bleiben wir mal in Phasis. Und hier machen wir auch gleich einen Schrein der Athene hin. Forschungseffizienz, darum geht es jetzt, dass wir da fix vorankommen. Und hier in, ich glaube, Sinope war das, ne? Nee, in, doch in Sinope, genau. Da haben wir bereits einen Schrein der Athene. Und motivierte Bevölkerung in Bythia Pontos. Auch jetzt hier. Sehr schön für Steuern und Wachstum. Und, tja. Dann wollen wir nochmal... Irgendwas wollte ich jetzt noch. Militärtradition, Eigenschaft erhalten. Militärtradition, da wollte ich auch noch hin. Da. So, die Einheit hat eine Militärtradition gewonnen. Das wollen wir auch noch umsetzen. Und natürlich werden sich versierte Plänkler. Ist doch ganz klar, wie alle unsere Armeen. Ist schließlich unser Schwerpunkt. Diese Flotte greifen wir jetzt an. Ach, ohne Stellung, bitte. So. Zum Kampf bereit machen. Die hauen ab und wir gehen gleich hinterher. Das ist ja gar keine Frage. Wenn wir die denn erreichen, noch tun wir. Niemandem am Leben. So, aggressive Stellung. Der Rang ist erhöht worden und er säuft ab. Sehr schön. Die Flotte meldet sich, mein Herr. Die erste der beiden Kimmererflotten ist schon mal weg. Und er wird mal irgendwas mit Admiral dann später. Für Ruhm und Ehre. So. Wie kann ich Pontos dienen? Und auch hier. Was machen wir denn hier mal? Zeus plus öffentliche Ordnung, hellenistische Kultur. Poseidon, öffentliche Ordnung, Nahrung und Schiffsrümpfe. Hermes, öffentliche Ordnung. Ich glaube, ich mache mal den Schrein des Poseidon, weil ich hier auch ein paar Schiffe bauen will. Das klingt gut. Und das können wir auch umbauen zu einem großen Hafen. Dann können wir hier so eine richtige Seehandelsprovinz machen. Mit Schrein des Poseidon, Handelshäfen und allem Pipa und Po. Hier in drei Runden ist sogar schon der große Handelshafen dann fertig. Also da geht es richtig zur Sache. Und der Kollege hier... wird jetzt gleich von mir über das Meer geschickt werden. Ich gehe zu den Schiffen. Und darf sich in diese Gegend dann mal bewegen. Gehe an Land. Oh, schafft es sogar in einer Runde, wenn ich es richtig, richtig deute hier, oder? Ja, tada! So, und du kannst dich dann mal hierhin bewegen und einfach mal Ausschau halten. So. Ja! Die Piraterie ist mit minus 9% nur sehr gering. Und unser Handel blüht. Aber die Steuereinnahmen sind auch stark gestiegen. Also das ist schon mal sehr, sehr schön. Ja, der Handel ist gut. Vielleicht können wir noch ein zusätzliches Handelsabkommen abschließen mit irgendjemandem. Ardahan. Hier bin ich also. Sprech.
Aber die, das war jetzt schon moderat. Nicht Angriffspakt ist vielleicht eine Möglichkeit. Nee. Katjaren, die sind da im Nordwesten. Ich grüße euch im Namen bei der Provinz Bosporus. Sprecht. Ja, sehr schön. Handelsabkommen mit den Katjaren. Wunderbar. Das bringt uns 127 Goldstücke. Das ist ein guter Wert. Und weil wir da oben erstmal nicht weiter expandieren wollen, machen wir auch den Angriffspakt mit denen. Sehr schön. Und dann haben wir doch gleich neue Freunde, würde ich fast schon sagen. Ne? Abkommen mit Katjaren, 34 Punkte. Königreich der Odisieren. Oh, die sind hier ganz im Westen und wir haben eine kulturelle Affinität mit den Herrschaften. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr Erfolgswahrscheinlichkeit hoch. Ehrlich sprecht. Nehmen wir das nochmal weg. Ach, dann auf einmal. Ach, beides zusammen ist hoch. Das ist hier interessant. Sehr schön. Noch ein Handelsabkommen. 158. Königreich der Odisieren. Yassis. Und vor allem produzieren die Olivenöl. Das haben wir jetzt auch also als Ware gewonnen. Das läuft ja neuerdings gut hier. Jetzt noch Tylis, auch hier im Osten, in diesen makedonisch-griechische Region. Da haben wir ebenfalls gute Verbündete. Und da sie ein Schutzbündnis haben mit den Odisieren, haben wir noch bessere Beziehungen zu denen. Also sollten wir vielleicht auch hier mein Freund. Die entsprechenden... Wir besprechen alles, was ihr wisst. Ja, perfekt. Sehr schön. Handelsabkommen plus 128. Also das läuft ja richtig gut, Jungs und Mädels. Das ist ja richtig... Athen, das wäre es doch, wenn wir jetzt mit Athen was schaffen. Natürlich nicht. Athen. Oh, minus 21. Warum das denn? Abkommen mit Tylis. Abkommen mit Königreich der Odisieren. Alles klar. Die mögen sie nicht. Okay. Aber es ist mir eh egal. Jetzt sind wir schon im Bereich von 4000. Das ist ja eine hervorragende Entwicklung. Damit war überhaupt nicht zu rechnen, dass wir nochmal so, so schnell in diese Sphären kommen. Und mit diesem hervorragenden Ergebnis mache ich erstmal die Runde beenden. Zu euren Diensten. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir noch drei Handelsabkommen gleich schließen und auch zwei Nicht-Angriffspakte. Das finde ich sehr gut. Weiter geht's. Ich trage Eulen nach Athen. Was die Verhandlungen mit Athen angeht, stimmt das sogar so ein bisschen. Das hat so oft nicht geklappt. Dann können die Athener sich nicht beschweren, wenn wir mit den anderen Kollegen, mit denen die im Krieg sind, dann Handel treiben. Das ist mir sowas von egal. Athen ist eh schwach. Also das... Pff. So, die Kimmerer kommen nochmal. Und wir fertigen sie dementsprechend ab mit einer aggressiven Stellung. Und ich hoffe, das war's jetzt auch. Nein, sie hauen nochmal ab. Also die sind noch eine Runde mindestens aktiv. Und dann sind sie weg, ab nächster Runde vielleicht. Aber stört mich auch nicht allzu sehr, ob da jetzt eine Flotte von den Kimmerern ist oder nicht. Mein Gott, das... Pff. Knossos, ein Staat, der auf Kreta sitzt. Aber ich sag ganz offen, von mindestens 90% der Staaten habe ich noch nie gehört. Auch von 90% der Städte noch nie gehört, von 90% der Einheiten nicht. Da kenne ich die meisten, aber gerade diese ganzen geografischen Aspekte, mein lieber Schwan. Also entweder sind das Fantasienamen oder das sind einfach nur so Halbfantasienamen. Also zum Beispiel, es gibt eine Provinz, die heißt Karthago, klar, und es gibt, oder Afrika mit der Hauptstadt Karthago. Und es gibt eine Region, die heißt Kathardasht. Das ist einfach nur ein anderes Wort für Karthago in einer anderen Sprache. Das haben die Wirkler so gemacht, weil beide Städte Karthago hießen. Und also ich könnte mir vorstellen, dass auf diese Art und Weise noch mehr Städtenamen hier vergeben wurden. So halb Fantasie, halb historische Wahrheit. Aber wie gesagt, es soll mich nicht aufregen. Was haben wir? Alkamaion, ein Staatsmann. Von ihrem Meister in den Stich gelassen.
Diese Fraktion hat den Schutz ihrer ehemaligen Satrapie zurückgezogen. Media Seleukiden. Oh. Hoppala. Ach. Hier haben wir jetzt einen kostenlosen Staatsmann wieder. Okay, alles klar. Ich werde es mir merken. Ansonsten. Ja, Tempel der Athene, das lassen wir erstmal bleiben mit der Aufrüstung. Wir haben eine inspirierte Bevölkerung in Galatia der Kappadokia. Donnerwetter, plus 81. Die erbringen ja schon plus 6 Wachstum in der Runde und plus 8% Steuersatz. Also hier ist das mit dem Wachstum sehr, sehr gut. Und wir können dann bald auch die Provinz ausbauen. Und hier sollten wir vielleicht auch mal dieses hellenistische Dorf ein bisschen ausbauen. Das bringt eine größere Garnison, mehr Geld und so weiter. Und hier im Norden, da mache ich erstmal, glaube ich, nichts. Und hier auch entsprechend erstmal nichts. Hier wird ja auch schon kräftig gebaut. Charaktereigenschaftsbericht. Attalos mag Ostländer. Das ist gut, soweit ich weiß. Plus 5% Wohlstand durch lokale Handelsgebäude. Sehr schön. Oh, Haushalt. Da können wir einem zuweisen. 5% Moral. Autorität. Er ist ja hier nicht sonderlich gefährdet. Vielleicht gibt es irgendwas, was wirtschaftlich wirkt. Ansonsten nehmen wir einfach irgendwas. Nehmen wir Autorität. Den hatten wir schon. Militärsiedlung ist abgeschlossen. Dann können wir jetzt das nächste machen. Dann können wir jetzt als nächstes hier nämlich das Bauwesen bauen, sozusagen, um die Werkstatt entsprechend bauen zu können, die wir an verschiedenen Punkten brauchen. Unter anderem hier in Kaukasien. Die soll dann hier, wo jetzt noch das Abendviertel ist. So. So. Das ist interessant. Haben Media und Kaukasien, Media und Dings jetzt Krieg?